Weiter geht's bei Power to the People. Wir sind in Brighton und versuchen diese wunderschöne Stadt hier mit Energie zu versorgen. Unter anderem diesen wunderschönen Freizeitpark hier. Nämlich Brighton Palace Pier. Sehr hübsch. Okay. Wir haben beim letzten Mal alles erledigt und dann würde ich sagen, gucken wir uns jetzt nochmal die Stromnachfrage an. Er ist relativ groß, deswegen haben wir hier direkt einen Anschluss gemacht. Wie viel braucht er überhaupt? 10 Megawatt, wow. Ja, das sieht aber noch gut aus. NIMBY-Radius ist jetzt schon unschön, weil wenn die Städte wachsen, da müssen wir echt, tja, was heißt, wir müssen gucken, da können wir nichts machen. Wir könnten die Windkraftwerke irgendwann abreißen und versetzen. Das wäre eine Möglichkeit. Schauen wir mal. So, weiter geht's. Dieses Mal möchte ich gerne an dem Punkt langsamer machen. Och nein, nicht dieses komische Thema Bäume. Ich hasse es. Bäume sind doof. Zumal ich hier nichts machen kann. So, fertig. Ist hier irgendwas ausgefallen? Nee. Gott, das wird ganz schön groß hier vorne, ne? Ich würde sagen, wir bauen hier direkt noch ein Umspannwerk hin. 10.000, müssen wir am nächsten Tag machen. Wie ich es hasse. Ich versuche es nochmal offline, das Ding hier abzureißen. Aber, also ich weiß, es gibt eine Möglichkeit, irgendwo kann man draufklicken. Hier, dass man das reparieren kann, aber tja, er lässt mich nicht. Na gut. Ziehen wir gleich mal unsere Leitung weiter und 35.000 verdient. Sehr schön. Gut, dann werden wir, wie gesagt, hier vorne gleich ein weiteres Umspannwerk bauen. Und versorgen diesen ganzen Bereich einmal aus einem neuen. Zack. So, du kriegst ein komplett eigenes Netz. Da vorne können wir auch nochmal wegnehmen. Und auch ihr bekommt ein eigenes Netz. So. Jetzt ist die Frage, ob wir tatsächlich direkt hier noch ein Trafo nebensetzen. Nee. Nee, wir ersparen uns das Geld erstmal. Also, bei dem Thema ist es übrigens so, wir können hier draufklicken, das weiß ich. Und dann wird der Baum für 1.000 entfernt. Aber ich kann nicht draufklicken. Ich kann nicht draufklicken. Das ist sehr ärgerlich. Tja, aber ich kann es tatsächlich nie ändern. Das ist jetzt einfach echt, echt... Es tut mir leid, wenn ich das sage. Doof. Na gut. Wir lassen uns das Overlay an. Gucken mal nach dem Wind. 10 Meter die Sekunde. Das Gute ist, wir haben jetzt nicht so extreme Wind... Abhängigkeiten, weil wir sehr viel Biogas einsetzen. Ich finde so diese Art und Weise, so anzufangen, tatsächlich gar nicht so schlecht. Und Biogas ist ja auch mehr oder weniger biologisch abbaubar. Und CO2-neutral. Okay. Nächster Tag. Wir stoppen wieder, wenn wir kurz vor der Energiespitze sind. Britport. Ah, das ist natürlich eine schöne Ecke, ne? Wir setzen mal ein Trafo dahin. Ja, da will ich genug Geld für, ne? Tja, da müssen wir darauf jetzt ein bisschen sparen. 10.000, kriegen wir den nicht irgendwo so hin? Ja, da kriegen wir es hin. Die Leitung verlege ich dir auch schon. Aber da kommt noch nichts raus. So. Leitung hat er auch schon. Jetzt brauchen wir nur noch eine Hochspannungsleitung. Da sind wir kritisch. Ja, komm, wir bauen da gleich einen neuen Trafo mit hin. Okay. 23 Megawatt.
Ja, das wird auch eng. Da müssten wir wahrscheinlich auch hier hinten bald ein neues Netz aufbauen. Ach, wie ich es hasse. Wie ich es hasse. Okay. Aber vorspulen. So, 40.000. Also. Erstmal schließen wir Bridport an. Jetzt gucken wir mal, was am günstigsten ist. 22.000. 19.000. Einmal dahin. Einmal da lang. Spannungsführende Kabel hängen seit Tagen dem zu Boden runter. Einmal reparieren. Wir wollten hier vorne auch direkt ein Umspannwerk bauen. Ist nur die Frage, wo? Da. Top. Oder 10.000. Können es auch da direkt anschließen. Tja. Dahin oder lieber dahin? Einmal dahin. Und du einmal daran. Dich trennen wir einmal auf. Und dann sollte das hoffentlich passen. Dich trennen wir da unten auch einmal auf. Du hast hier unten genug zu versorgen. Dann haben wir das Netz hier, was wir über zwei Seiten einspeisen und das Netz. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier tatsächlich mal diesen Baum entfernen. Kann nicht entfernt werden. Sehr ärgerlich. Gut. Einmal in die Forschung rein, bitte. Wir können die verbesserte Isolation machen. Ich würde aber tatsächlich gerne erstmal auf Hocheffizienzleitung sparen. Das sind noch 2 Tage. Und dann sollten wir das haben. So, Windpark wird gleich runtergefahren. Gut, wir haben so und so kein Geld. Einmal weiter. Wie sieht es mir dann? Energieproduktion sind 200 Megawatt, davon 160 stabil. Ja, sollte also noch passen. Bisschen vorspulen. So. Kurzer Check-up. Ui. Da müssen wir einen neuen Trafo bauen, hier vorne. Ja, tatsächlich, ich würde den sogar genau da hinsetzen. Bisschen weiter weg. Und da angeschlossen. Und dann ziehen wir da eine Leitung lang. Okay. 14 Megawatt sieht noch gut aus. Mit dem restlichen Geld ziehen wir in Bridport gleich mal die Leitung. Von zu Hause arbeiten oder am Arbeitsplatz leben. Ein paar Nachbarn in Penshurst haben etwas Geld zusammengelegt. Sie haben ein kleines Grundstück gekauft und planen, es in einige Büroräume umzuwandeln. Endlich Ruhe und Frieden. Wo denn? In Penshurst? Hier oben. Okay. Einmal vorspulen. 44.000 verdient. Sehr schön. Da sehe ich ein neues Kraftwerk auf uns zukommen. Einmal da lang und einmal da bitte. So, dann werden wir auch die Netze schon mal auftrennen. So. Okay. Gut. Passt. Jetzt versuche ich tatsächlich nochmal das hier. Ich krieg es nicht weg. Na gut. Es ist so. Ein Tag weiter. Ich bleibe wieder auf meiner Taste N. Wir checken wieder. Einmal Transformatoren. Sieht alles gut aus. Leitungen. Die hier. Ja, hier wird relativ viel Energie in diese Richtung geschoben. Und wir haben zu wenig Energie. Was? 40 Megawatt? Wieso denn? Ach, weil das Ding wegen Wartung außer Betrieb ist. Ja. Wir müssen hier vorne mehr Energie produzieren an der Stelle. Aber es sollte ja gleich wieder hochfahren.
Jetzt fährt es wieder hoch. Gott sei Dank. Sein Wohngebiet in Penshurst wird ein Bürogebäude. Also hier müssen wir müssen mehr Energie hier vorne produzieren. Wir produzieren da sehr viel Energie und das schieben wir dann in diese Richtung. So, 40.000 verdient, 6 Punkte. Einmal die hocheffizienten Leitungen bitte. Dann haben wir das Thema schon mal von den Hacken. Einmal dort bitte. Dann würde ich sagen, bauen wir hier unten für 12.000 direkt ein Umspannwerk ran und legen die Leitung da auch mit ran. Ja. Und dann trennen wir einmal da auf. So. Das Netz von ihm, das Netz von dem. Der hat sein eigenes, der hat sein eigenes. Das passt noch. Das passt auch. 58.000. Okay. Ein Tag weiter. So, Belastungscheck. 98, jetzt sind sie wieder glücklich. Na, nix wird rot. 50.000 verdient. Wunderbar. Jetzt würde ich übrigens tatsächlich gerne ein Wasserkraftwerk bauen in der Ecke hier unten. Das erzeugt allerdings nur 106 Megawatt. 80, 80, 100. Oh, 100 Megawatt, aber 175.000 Kosten. Das ist natürlich teuer. Was haben wir denn hier? Ich meine, 100 Megawatt für 170.000 ist mal eine Ansage, ne? Aber wir haben eine extrem stabile Versorgung damit. Da müssten wir halt eine ganze Menge Windparks für bauen. Biomasse, ja, wir haben halt den großen Vorteil von 4 Megawattstunden Betriebskosten. Was haben wir denn hier oben? 100 Megawatt, 175.000. Ich würde sagen, wir sparen noch ein bisschen Geld und gucken, wo die nächste Stadt entsteht. Einmal schnell weiterlaufen. Wir müssen wirklich gucken, wo die nächste Stadt entsteht. Okay, wir haben gerade überhaupt keine Probleme, das ist gut. 54.000 verdient. Wir ziehen uns hier gleich ein paar Leitungen raus. Dass wir hier auch langfristig keine Probleme bekommen. Da noch einmal. Und die beiden auch gleich nochmal raus. Wie sieht es hier aus? Alles okay. Ja, das weiß ich. Den kann ich nicht entfernen. Dann sag mal deinen Leuten Bescheid, dass sie da mal was entfernen sollen. So, als nächstes würde ich übrigens gerne weiter hier unten gehen. In die Effizienzerhöhung. Oder wir gehen halt tatsächlich hier rein. Wir machen erstmal die Mitarbeiterschulung und dann die erweiterten Generatoren. Dann steigern wir damit auf jeden Fall schon mal die Leistung unserer Kraftwerke. Wenn ich mir das angucke, haben wir tatsächlich nämlich jetzt schon wieder ein Problem. Wir sind bei 188 Megawatt und der Trend geht hier auf knappe 200. Wie sieht es mit dem Wind aus? Ja, das ist 7. Nee, wir bleiben bei unserem Plan und warten noch einen Tag. 194. Das müsste ganz knapp reichen. Das müsste ganz knapp reichen. Nee, das reicht nicht. Ja, wir brauchen einen Speicher. Wir brauchen einen Speicher, der das abpuffert, diese Momente.
Das müssen wir. Wir müssen einen Speicher bauen. Aber da müssen sie jetzt erstmal mit leben. Jetzt gibt es gerade keinen Strom. Das ist halt so. Da wird von der Regierung ein Programm erlassen, dass es Strom nur zu bestimmten Zeitpunkten gibt. Anders geht es im Moment leider nicht. So, 200.000. In 8 Stunden wird die nächste Stadt gebaut. Jetzt werden wir tatsächlich mal den spaltenden Speicher bauen. Und ich würde gerne mal diesen Kryo-Speicher bauen für 90.000 Euro. Wisst ihr was? Wir warten jetzt 8 Stunden und gucken, wo die nächste Stadt entsteht. Und dann entscheiden wir uns, was wir machen. Wir haben genug Geld, das Wasserkraftwerk zu bauen. Da hinten. Ah, oh, top. Sehr gut. Ein Wasserkraftwerk mit 100 Megawatt. Dahin. Oh, ist das cool? Wahnsinn. Ist das toll? Schließen wir einmal hier ans Netz an. Und du bekommst natürlich auch ein Trafo. Ja, wir arbeiten doch dran. Und einmal dort lang. So, gut. Jetzt ziehen die beiden Leitungen gleich ein bisschen raus. So, hier war natürlich jetzt enorm viel Energie. Deswegen würde ich wahrscheinlich gucken, dass wir nochmal eine Einspeisung in diese Richtung machen, dass wir hier noch ein bisschen was entlasten. So, wir sind im Trend beim Maximum. Wir gucken mal die Trafos an. Alles okay. Er hat ein bisschen viel. Ja, aber das können wir auch erledigen, indem wir hier hinten demnächst einen neuen Trafo bauen. Okay. Ja, sieht aber erstmal gut aus. 100 Megawatt kann die Leitung auch. Ja, sehr schön. Schnell vorspulen. Passt. 64.000 verdient. Sehr schön, sehr schön. Also, wir werden direkt eine Leitung ziehen. Das geht da nicht lang. Dann machen wir es tatsächlich von hier. Einmal daran, damit die Leitung hier ein bisschen entlastet. Einmal damit rüber. Und dann bauen wir einen weiteren Trafo, bitte. Und einmal daran. So. Kurzer Check-up. Haben wir alles an alles gedacht? Ja. 280 Megawatt. Wir müssen nämlich jetzt schon wieder Geld sparen, dass wir demnächst ein weiteres Kraftwerk bauen. Und das würde ich tatsächlich gerne hier mit hinsetzen. Ah, wir könnten es auch hier vorne mit dran setzen. An dem Punkt hier. Das wäre wahrscheinlich sogar besser. Ja. Aber wir brauchen halt hier unten Energie. Biomasse wird heruntergefahren in 48 Stunden. So, wir werden mal einen Tag abspulen. Und jetzt warten wir mal. Belastungsspitze. Sieht noch gut aus. Also da müssen wir, bei dem Trafo müssen wir was machen. Der sieht auch noch gut aus. Da haben wir noch keine Probleme. Wir haben ansonsten aber auch bei den Hochspannungsleitungen hier vorne jetzt keine großen Probleme. Ja, ich weiß. Und auch mich stört das hier.
Das kannst du mir glauben. Aber ich kann da nichts entfernen. Der ist nicht schon wieder im Baum. Ernsthaft? Ich hasse es. Ich krieg diese Bäume hier nicht entfernt. Das ist sowas von nervig. Gut. Wir bauen uns auch da einmal drumrum. Reißen das hier gleich einmal ab. So. Wie gesagt, es ist sowas von. Also, das ist echt nervig, weil ich diese verdammten Bäume nicht entfernt bekomme. Jetzt können wir mal gucken, dass wir hier. Nee, noch reicht das. Können natürlich einfach hier auftrennen. Und da. Okay, gucken wir mal, dass das so geht. Biomasse wird in 24 Stunden heruntergefahren. Dann brauchen wir auf jeden Fall eine neue. Einmal weiter. Wir gehen bis zum Peak. Ja, wir könnten hier ein bisschen mehr produzieren an der Stelle. Das würde gehen. Ja, dass wir die Einspeisung von hier ein bisschen stabilisieren. Oder tatsächlich hier oben, das wäre auch eine Möglichkeit. Das können wir auch machen. Hier oben. Dass wir hier oben ein bisschen mehr Energie produzieren. Das können wir machen. Einmal schnell vorspulen. Das finde ich eine gute Sache. Wir werden ein Biomassekraftwerk da oben hinsetzen. 90.400, ja, einmal dahin. Die Leitung kommt damit ran. Und auch dich werden wir einmal da lang verbinden, dass wir direkt auch die Energie weiter einspeisen können in diese Richtung. So, 50.000 übrig. Jetzt würde ich gerne mit den 50.000 einen Speicher bauen, zumindest einen kleinen. Aber der hat auch einen extrem bösen NIMBY-Radius. Der kryogene Speicher, der würde zwar mehr kosten hier oben, hätte aber einen wesentlich besseren Speicher. Also ein bisschen besseren NIMBY-Radius. Sagen wir sparen noch mal ein bisschen auf den neuen Speicher. So, hier unten hat einer keinen Strom. 9 Megawatt sieht gut aus. 12 Megawatt hier unten. Ja. Da unten hat auch einer keinen Strom. Jetzt gucken wir nochmal, ob wir irgendwie diese Bäume hier entfernt bekommen. So geht's. Haben Sie das in einem Update mal geändert? Weil ich weiß, ich hatte eine Zeit lang. Ah, so geht's. Okay. Gut. Ich weiß, wir mussten die Bäume mal reparieren, manuell. Wahrscheinlich habt ihr es auch schon längst in die Kommentare geschrieben. Entschuldigt bitte. Ich habe, wie gesagt, das ein bisschen voraufgezeichnet. So, einen Tag weiter. Wir checken das Ganze mal. Belastung vom Netz. Ah, sieht alles sehr gut aus. 81.000 verdient. Dann machen wir diese komischen Bögen hier gleich mal vernünftig wieder weg. So. So, gut. Wir haben 126.000. Eine weitere Stadt entsteht und ich würde gerne ein weiteres Wasserkraftwerk bauen. Und das werden wir passend zur Stadt setzen. Aber jetzt machen wir erstmal den reduzierten Stromverbrauch von Wohngebäuden. Zack. So, und danach müssen wir wirklich mit den erweiterten Generatoren weitermachen. Okay.
Wir könnten hier schon eine zweite Einspeisung bauen. Dann sind wir da für die Zukunft gewappnet. Das passt noch. Das passt auch noch. Hier ziehen wir die Leitung gleich weiter raus. Und wenn wir gerade dabei sind, bauen wir da auch gleich einen Trafo auf. So, einmal von dort auch noch einspeisen. Hier haben wir vier Einspeisepunkte. Ja. Wir könnten uns überlegen, dass wir hier noch einen bauen. Wir ziehen die Leitung auf jeden Fall mal hier raus. Auch hier. Da auch. Und die Leitung ziehen wir auch mal raus. Dass wir auf jeden Fall die Möglichkeit haben, in Zukunft. Verzeiht bitte. Das System hier vernünftig zu betreiben. Das trennen wir mal auf. Und das auch. Wir bauen jetzt hier gleich einen zweiten Trafo hin. Was soll das? Einmal dahin. Einmal mit einspeisen. Und dann versuchen wir auch dort einmal aufzutrennen. Okay. Weiter geht's. Wind haben wir momentan nicht so viel, aber wir erzeugen hier die Energie tatsächlich komplett anders. Mit sehr wenig Windenergie. 300 Megawatt. Ja. Oh. Hier glüht aber was. Tja, wie kommen wir aus der Nummer wieder raus? Ein Umspannwerk hier hin. Die Leitung daran. Und dann sollten wir das hier auch im Griff haben. Ja, passt. So. Jetzt checken wir mal, was wir hier haben. Also Effizienz 5 Sterne. Punktzahl könnte noch besser werden. Die Bewertung ist auch okay. Das interessiert mich tatsächlich weniger. Die Stromerzeugungskosten finde ich immer interessant. Wasserkraft ist relativ gut, Windkraft noch besser, 26.000, Stromleitung und Wartung 2.000, feste Ausgaben passt auch. Also, Zufriedenheitscheck. Sieht alles gut aus. Verbrauch ist da hinten relativ groß. NIMBY-Radius ist grenzwertig. Das passt auch. Kundenzufriedenheit ist okay. Gesamtleistung der Kraftwerke 357 Megawatt. Leistung der Niederspannungsanlagen 900. Da haben wir also noch genügend Kapazitäten. Einen geplanten Stromausfall ankündigen. Du kannst geplante Stromausfälle durchführen, sobald du 20 Einflusspunkte hast. Nein, wir können es noch nicht. Schade. Ich wollte sagen, irgendwo hatte ich doch noch was blinken sehen. Da hinten. Das reicht noch von Energie aus. Wir könnten aber theoretisch hier auch direkt was bauen. Aber wir bauen hier direkt noch einen Trafo mit hin. Wir machen das hier drüben. Ziehen die Leitung darüber. Und die damit ran. Einmal so. Okay, dann haben wir hier auch ein bisschen Kapazität übrig. Weiter geht's. So, Check-up. Belastungen sind gut. Ist irgendein Trafo überlastet? Nein. Ich muss sagen, man lernt mit jeder Partie, die man spielt, immer und immer mehr dazu. Das ist ziemlich cool.
Also, ich muss sagen, ich mag dieses Spiel echt gerne. Wir werden dich einmal von dort aus mitversorgen. Okay, weiter geht's. 93.000 verdient, sehr schön. So, dann werden wir die nächste Stadt werden wir heute noch versorgen und dann machen wir morgen weiter. Wir brauchen also erstmal nichts machen. Wir spulen erstmal schnell bis zur nächsten Stadt vor. Die entsteht pünktlich um 8 Uhr. Da hinten. Ja, wir könnten hier ein Wasserkraftwerk hinbauen. Aber das hat nur 80 Megawatt. 80, 80, 100. Einmal dahin. Einmal damit anschließen. Dann kriegst du ein einfaches Umspannwerk. Da oben auf dem Berg. Und jetzt haben wir nicht mehr genügend Geld übrig für die Leitung. Okay, gut. Dann kommt jetzt gerade noch nichts. Wir haben 500 Megawatt, die wir investieren oder ins Netz einspeisen können, einen Tag weiter. Ja, das sieht alles noch gut aus. Und jetzt werden wir uns erstmal um Compton kümmern. Ja, ich hab's mitbekommen. Nein, ihr seid nicht weniger wert. So, das haben wir. Dann haben wir hier hinten noch welche. Einmal gleich da nochmal raus. Und die beiden bitte. So, das sieht gut aus. Das sieht auch alles gut aus. Wir hatten hier noch irgendwo da hinten. Würde sagen, wir versorgen das von dem aus. Das müsste eigentlich passen. Okay. Ja, dann würde ich sagen, haben wir eigentlich alles gemacht. Und wir können morgen weitermachen. Ich bin sehr gespannt tatsächlich, dass so alles funktioniert. Ich versuche dieses Mal in dieser Kampagne hier wirklich ganz wenig auf Windkraft zu setzen und viel Wasserkraft und Biomasseanlagen zu benutzen, sodass wir auch wirklich unser Geld nicht in die Speicher investieren müssen. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Tatsächlich gespannt. Jetzt checken wir nochmal, ob wir hiervon noch was ausgeben können. Vorbereitend könnten wir das hier machen. Ja, sodass wir Gewerbegebäude Reduktion machen können. Aber nein, wir bleiben bei den erweiterten Generatoren. Das machen wir zuerst. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Morgen gibt es eine Folge Pause. Übermorgen geht's weiter. Macht's gut, bis dahin, euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.